Ja, und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass du wieder einschaltest hier heute an unserem Feiertag. Wir sind ja gerade so ein bisschen am Gucken, so Android-Bus-Simulatoren. Gibt es da irgendwas? Ja, den ersten haben wir uns ja schon angeguckt, PTS. Und ja, der ist halt, ja. Wie sieht es jetzt mit dem Bus-Simulator Pro aus? Ja, wollen wir uns jetzt mal angucken. Der ist kostenpflichtig. Ja, also das ist eine kostenpflichtige Version. Ich kann leider nicht mehr sagen, was er kostet. Denn wenn du einmal gekauft hast, ja, siehst du den Preis nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das waren irgendwas mit 5 €, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also 5 € ist schon ein Stück Geld. Hä? Das ist schon ein großer Taler, den man hier auf jeden Fall lassen muss. Dennoch müssen wir uns das Ganze mal angucken. Und ja, ihr habt natürlich noch verschiedenste Möglichkeiten. Mein GPD schafft es leider nicht mehr in voller Montur. Deswegen sind wir hier nur noch in der Grafikeinstellung Medium drin. Das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, glaube, sieht man hier auf jeden Fall schon einen Unterschied zum PTS. Deswegen, ich würde mal sagen, wir gucken mal rein. Und ja, lassen uns dementsprechend mal überraschen. Wir haben Select City, verschiedene Städte hier. Einmal New York, Chicago, Seattle, Washington, San Francisco. Also diese 5 Städte haben wir hier drinnen, alle natürlich amerikanisch. Schade, ja, da hätten sie ruhig mal ein bisschen mixen können, so zwischen Europa, Vereinigten Staaten und so weiter und so fort. Gut, ist jetzt nicht dabei. Da werden wir mal jetzt gucken, dass das Ganze ja funktioniert. Wir sehen, insgesamt gibt es hier 8 Linien und 43 Busstops. Ja, bei dem anderen sehen wir hier, gibt es 9 Linien, 49 Busstops, 10 Linien, 9 Linien und 8 Linien. Und, ja, starten wir ja bei New York, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und ja, wie gesagt, das Ding, das könnt ihr komplett auf dem Android spielen, ne? Oder ich glaube, das müsste es auch für iOS geben. Wenn wir jetzt gleich im Spiel sind, werdet ihr da gleich schon auf jeden Fall deutlich was sehen. Ja? Also da merkt man dann halt den Unterschied zwischen kostenpflichtig und kostenlos. Ja, also eher, naja, kostenlos nicht. Na doch, eigentlich muss man schon sagen, es ist kostenlos, wenn man halt die Werbung halt immer überspringt. Denn kann man es halt komplett kostenlos spielen, aber wenn man halt die Werbung absolut nicht sehen kann, dann bezahlt man 1 €. Also von daher muss man halt auch gucken. So, dies ist unser Vehikel. Ja, wir können uns dann auch später noch andere Vehicles kaufen. Da sehen wir zum Beispiel, dass wir dafür jetzt so 30.000 brauchen. Und da sind wir leider noch weit, weit entfernt von. Wir haben, ja, so ein Modell hier noch mit dabei. Ja, ein Reisebus. Sieht aus wie Volvo. Das sieht aus wie der von Hafen City, ne? Ja, einen alten Gelenkbus. Ein bisschen moderneren Gelenkbus. Ja, und ein Cybergelenkbus. Ich glaube, die haben alle zu viel Cyberpunk gespielt. Das sind so die Busse, die wir hier haben in dem Spiel. 2 Doors haben wir mit dem Bus hier, deswegen okay. Auswählen. Jetzt können wir zum Beispiel hier gucken. Das ist zum Beispiel die Linie. Level 2, Level 3, Level 4. Also wir müssen hier noch verschiedene Level erreichen. Deswegen Level 2 könnten wir zum Beispiel gar nicht machen, weil wir müssen erstmal Level 1 jetzt erreichen. Da sind jetzt noch 100 Punkte, die uns fehlen. Deswegen, ja, springen wir zurück auf Level 1 und dann sehen wir zum Beispiel die Tasks. Ja. Pick up all passengers, no tickets, be on time und sell tickets oder sell all tickets. Ja, das sind die Tasten, die wir hier machen müssen. Okay. So, im Bus-Simulator drin können wir die Kamera wechseln. Können wir jetzt hier zum Beispiel drin sitzen und das sieht auf jeden Fall schon deutlich modellierter aus als ja, das, was wir davor hatten. Wenn wir mal Licht anmachen und wenn wir losfahren, denn wir haben nämlich hier auch Zeit. Das war ja bei dem anderen ja auch nicht. Wenn du die Grafikeinstellungen höher stellst, hast du auch Spiegel, die an der Seite funktionieren. Warum guckst du bitte nicht in die richtige Richtung? Ist ein bisschen anstrengend. So. Also hier sieht man schon einen Unterschied, ne? Also das ist schon deutlich modellierter. So, hier muss man anhalten, Türen öffnen und wir müssen sogar Tickets verkaufen. Das ist zum Beispiel auch was bei dem anderen nicht drin ist. Hier sehen wir zum Beispiel Zell ein Normal- und 2 Halbtickets. Also 2 halbe, ein normales, die bekommen 10. Und wir müssen jetzt 3 Euro
Oh, das war falsch. Oh, wie ging man das jetzt weg hier? Oh, stimmt da, 4 Euro. Nee, was? Nein, wir müssen die 20 Cent nicht wegnehmen. Die 20 Cent nicht wegnehmen, wir müssen die 20 Cent weg. Also nochmal, also. Dann sind es 1, 2, 3 und 4. So, jetzt toll. War natürlich schon Verspätung. Türen auf. So, 2 normale Tickets. Türen zu. So, schnell die Türen auf. Wegen die Verspätung absolut nicht raus hier. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Ja, das ist, also das ist tatsächlich ein Spiel, womit ich mich schon wieder beschäftigen würde. So, zu. So, aber wir haben es ja wieder nicht geschafft, dass wir pünktlich sind. Wir haben eine Minute Verspätung. Jetzt ruckelt schon wieder. So, jetzt bekommen wir hier, ja, minus 561. 940. Und wir haben eine neue Linie jetzt bekommen. So, Choose Vehicle. Menü. Ja, das ist ein bisschen komisch. Du kannst halt, du musst halt nicht immer das Spiel beenden. Du sollst halt wirklich ins Depot fahren und musst dann halt dementsprechend halt eine neue Linie auswählen. So, mal nächstes Mal. Ich kann ja mal gucken, das wird jetzt aber leider ruckeln, damit wir mal die beste Grafik mal einstellen. Ja, damit ihr das mal sehen könnt, wie das Ganze so ausschaut. Also tatsächlich muss ich sagen, der spielt sich schon also realistischer, ne, als der PTS, den wir da hatten. Verstehe ich nicht, warum der halt, der hat eine, glaube, der hat eine relativ hohe Ach so, das sind die. Ah, ich verstehe, das sind die Häkchen, die wir hier erfüllen müssen. Ah, okay. So. Passt mal auf, ich gehe mal jetzt ganz kurz mal hier ins Menü. Settings und sag jetzt mal Hi. Na, also da sieht man zum Beispiel, Spiegel funktionieren. Aber das Spiel läuft halt schon ruckliger. Alter, Verkehrsregeln kennst du auch nicht, ne? So, Türen schnell auf hier. Schnell einsteigen lassen. Kann natürlich hier auch Licht anschalten und sowas. So, 3 normale Tickets. So, das sind 1 Dollar und
und... Ach komm! Ja, genau. Oh, es sind... Drei normale, ein Dollar. Wenn zu fette Pfoten hat, weißt du? So, zwei normale und ein halbes. Drei normale. Ja, Fahrplan ist ja heftig, ey. Sekunden. Hey, hey, hey. Das dürfte gekostet haben. Aber wir haben mussten kein Geld abgeben. Oh, was sell all tickets? Sobald es regnet, ne, wird es eine Performance nicht noch schöner. So, jetzt sollen wir uns hier hinstellen. Was sollen wir jetzt machen? Verstehe. Achso, toll. Also spielt eigentlich keine Rolle, ob du jetzt das Menü wechselst oder nicht. Es ist halt. ja, genau das gleiche. Ja, nun gut, aber ja, so im Großen und Ganzen hat man es verstanden. Der Bus-Simulator Pro auf jeden Fall ist auf jeden Fall schon eher so die Richtung, ja, wo man sich so zukünftig irgendwie so Bus-Simulation auf dem Android-Gerät vorstellen kann. Ich meine, mittlerweile werden die Geräte ja auch immer besser und immer toller. Und ich meine, schon alleine mein Handy hier, ja, das ist Nonplusultra, ja, das fetzt einfach alles weg. Und da läuft auch einfach alles. Naja, also es ist okay, ne? Also ich kann, hier kann man auf jeden Fall sagen, also der hat mir jetzt definitiv jetzt so beim kurzen Anspielen deutlich mehr Spaß gemacht als PTS, ja, also. Wenn ihr da irgendwie auf der Richtung Suche seid, so irgendwie im Android irgendwie was da irgendwas zu finden, dann sollte genau dieses Spiel wahrscheinlich eher so eure Aufmerksamkeit aufziehen. Wie gesagt, bloß dieses Ding hier kostet auf jeden Fall gleich Cash.
Ja, PTS ist ja eher so die kostenlose Alternative dazu. Und deswegen haben wir zumindest ein Payware, einen kostenlosen Bus-Simulator jetzt für den Android zumindest gezeigt. Und wie gesagt, die beiden Simulatoren, die sind auf jeden Fall, ja, beide, ich sage mal, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Da muss man jetzt halt wahrscheinlich selbst, ja, entscheiden, was einem jetzt halt wichtiger ist, ob man dafür jetzt Geld bezahlen möchte oder nicht. Ja, und du sollst eigentlich heute so gewesen sein. Ihr seht aber auch zukünftige Simulationen werden zukünftig auf dem Handy spielbar sein, sodass ihr das Ganze dann auch unterwegs mitnehmen könnt. Ob die jetzt an der Qualität jetzt ranreichen, wie irgendwann mal Transom World oder OMSI 2 oder. Ja, glaube, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von, aber das sind auf jeden Fall hier schon die Anfänge, die wir bereits schon kennen aus dem Jahre 2002, 2003, so in der Richtung Bus-Simulator. Also, ich glaube, so ganz so lange sollte es nicht mehr dauern, bis wirklich richtige, hochwertige Spiele eventuell auch für unterwegs dann verfügbar sind. Dann müssen wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Wir werden uns das weiterhin natürlich angucken. Wir werden den Markt weiterhin im Auge behalten. Und ja, falls ihr noch zum Beispiel ein Android-Spiel kennt, ja, so in Richtung ÖPNV, dann lasst es uns gerne wissen. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Denn, ach so, was man vielleicht noch sagen könnte, ist, es gibt halt schon, ne, eine Simulation, einen Train-Simulator, der eigentlich auch schon auf dem PC und auf der, ja, auf dem PC jetzt schon seine Richtung dreht, hat auch nicht so eine große Fanbase wie der Train Simulator, aber der Name Trains ist für viele wahrscheinlich schon ein Begriff und den gibt es mittlerweile schon für Android. Also deswegen, es kann nicht mehr so lange dauern, bis wir, wie gesagt, halt die vollwertigen Spiele da haben. Das wollte ich nur mal so schnell am Rande sagen. Damit das Video jetzt nicht zu lang wird, verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Herrentag, Feiertag. Ja, lasst es schön krachen und wir sehen uns morgen zum ganz normalen Standard-Content hier auf ÖPNV-Simulation wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute, bis denn.